Razzia bei Jürgen Elsässer. Wir schauen heute ins Vereinsgesetz. Ich erkläre euch, warum es für eine GmbH zulässig ist, diese zu verbieten. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum macht das eine Bundesinnenministerin und nicht ein Parlament, wie zum Beispiel der Deutsche Bundestag? Viel spannender ist die Frage, haben die Sicherheitsbehörden die ganzen Tonbandaufnahmen von Jürgen Elsässer gefunden und beschlagnahmt? Wenn sie die Tonbandaufnahmen gefunden haben, dann kommt hier mit Sicherheit bald der nächste große Skandal ins Rollen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Viele kritisieren mich, weil ich Jürgen Elsässer nicht mag. Nun gut, ich kann nicht jeden mögen und ich bin auch gar nicht dazu verpflichtet. Es geht hier vor allem darum, weil alle immer sagen, jetzt wird ein rechtes Verlagshaus verboten, weil es der Regierung in den Kram passt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Erinnert ihr euch vielleicht noch an einen Tag, an den 12. Februar 2019? Damals hat Bundesinnenminister Horst Seehofer in Person die MIR Multimedia GmbH verboten und die Mesopotamien Verlag und Vertrieb GmbH. Und das Verbot stützte sich eben auf die gleichen Gründe wie jetzt das Verbot von Compact. Auch damals wurde eine Kapitalgesellschaft verboten, denn Paragraph 2 des Vereinsgesetzes regelt Begriff des Vereins. Verein im Sinne dieses Gesetzes ist ohne Rücksicht auf die Rechtsform jede Vereinigung, zu der sich eine Mehrheit natürlicher oder juristischer Personen für längere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zusammengeschlossen und einer organisierten Willensbildung unterworfen hat. Ihr habt gehört, ohne Rücksicht auf die Rechtsform ist der Zusammenschluss hier einfach anwendbar unter dem Vereinsrecht. Dann kommt natürlich schon Paragraph 3, das Verbot des Vereins. Und zwar kann der Verein erst dann verboten werden, wenn durch die Verfügung der Verbotsbehörde festgestellt wurde, dass eine der Zwecke oder der Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderläuft. Das ist nicht der Fall bei Compact. Oder dass er sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung, das werfen Sie ihm vor, oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Und genau mit der Völkerverständigung kriegen Sie am Ende Jürgen Elsässer hier klein, denn dafür macht er viel zu krasse Andeutungen über ein ethnisches Volksverständnis von Deutschen mit deutscher Abstammung mit bla und so weiter. Ihr kennt das alles, brauche ich hier nicht wiederholen. Deswegen, es ist hier nicht so, dass er der Erste ist und es ist auch nicht so, dass er jetzt hier das Opfer ist, das den Märtyrertod stirbt, sondern er hat sich vermutlich zu weit aus dem Fenster gelehnt und Sie haben ihn hier komplett verboten. Das, was wirklich interessant ist, ist ja eher, was im Vereinsgesetz noch zusätzlich steht, und zwar, wer das machen darf. Dass die Verbotsbehörde nach dem Vereinsgesetz das Bundesministerium für Innern ist. Und da würde ich sagen, da können wir Kritik üben. Ein Vereinsverbot ist zwar verfassungsrechtlich nicht so hoch wie eine Partei, ein Parteienverbot, allerdings könnte man hier das Parlament dazwischen schalten und sagen, die Verbotsverfügung, die soll vom Bundestag abgestimmt werden in einer Abstimmung und dann hat man immer noch das Problem, wie bei der Ankündigung, die Hamas zu verbieten, beziehungsweise Samidu und diese ganzen Palästinensernetzwerke, da hat es Olaf Scholz im Bundestag angekündigt und es ist wochenlang nichts passiert. Im Moment leben diese Verbotsverfügungen davon, dass sie veröffentlicht werden und dann quasi direkt die Durchsuchungen stattfinden, denn mit dem Verbot ist in der Regel auch die Beschlagnahme und die Einziehung des Vermögens vorgesehen laut Gesetz. Forderungen Dritter und so weiter und so fort. Und selbstverständlich gibt es hier auch noch Paragraph 4, die Ermittlungen, dass die Verbotsbehörde des Bundesinnenministeriums für ihre Ermittlungen die Hilfe und so weiter der öffentlichen Sicherheitsbehörden und so weiter beantragen kann. Das Ganze ist juristisch gesehen gar nicht so auf dünnem Eis gebaut, wie ihr alle denkt. Es hat einen politischen Geschmack, bin ich ganz bei euch. Und es gibt da den Geschmack, dass es noch keine Verurteilung gegen Compact gegeben hat in den letzten 14 Jahren. Also anscheinend wirklich keine einzige wegen Volksverhetzung. Und YouTube lässt die Videos zu. YouTubes Community-Richtlinien sind sehr streng, was dieses ganze Hass und Hetze angeht. Ich bin gespannt, was sie am Ende alles finden. Aber die Tonbänder, Leute, wenn sie die Tonbänder jetzt finden, dann ist sowieso, dann sind sie alle erledigt. Und zwar, es gibt in einem der Häuser von Herrn Elsässer auch ein Sofa in einem Untergeschoss, auf dem Interviews stattgefunden haben. Auch sogenannte Hintergrundgespräche. Und bei diesen Gesprächen soll, so haben es mir mehrere Personen berichtet, Tonaufnahmen gegeben haben. Von diesen Tonaufnahmen gab es schon die ein oder andere Veröffentlichung, ohne dass klar wurde, woher sie stammen. Wenn jetzt allerdings die Behörden diese Tonaufnahmen in einem dieser Keller gefunden haben,
Dann gnade uns Gott, weil da sind die ganzen Gespräche drauf von Herrn Elsässer mit allen politischen Akteuren, die ihn je getroffen haben. Und vor allem sind dort die ganzen nicht veröffentlichten Aussagen interessant. Die sind interessant für die Öffentlichkeit, die sind interessant für das Bundesamt für Verfassungsschutz und die sind wohl auch für die ein oder andere Partei interessant. So könnte es durchaus sein, dass Jürgen Elsässer durch seine vielen Hintergrundgespräche und die damit mutmaßlich entstandenen Tonbandaufnahmen, ich denke, wir werden sehr zeitnah darüber informiert werden von den Ermittlungsbehörden, ob man denn hier im großen Umfang diese Tonbandaufnahmen sichergestellt hat oder eben nicht. Bei einem Medien- und Verlagshaus gibt es sowieso viel Medienmaterial zu sichten. Allerdings diese ungeschnittenen Hintergrundgespräche, wo dann auch einzelne Politiker sich darüber auslassen, wer denn so das Problem ist und wie man das beseitigen könnte und so weiter, das könnte wirklich jetzt für das Sommerloch ein füllender Skandal werden. Aber ich weiß, es gibt hier ganz viele, die mich deabonniert haben, nur weil ich Jürgen Elsässer nicht um den Hals falle. Da kann ich nur sagen, Meinungsfreiheit gilt für alle. Ich mag Herrn Elsässer nicht, ihr müsst mich nicht mögen. Aber ich kann euch sogar noch den Mitarbeiter verraten, der die Verbotsverfügung im Innenministerium geschrieben hat, wenn euch das interessiert. Aber wahrscheinlich interessiert es euch nicht, denn es ist für euch nur ein rechtes Medium, was hier verboten wurde. Und das ist das Schlimme daran. Und ich sage nochmal, nein, das ist rechtens. Ja? Ob das am Ende vor Gericht Bestand hat, das werden wir sehen. Aber der juristische Weg ist korrekt. Das Bundesinnenministerium kann das im Alleingang machen. Das Gesetz gibt das her. Und ich würde sagen, dass das die Ministerin im Alleingang machen kann, ist ein Problem. Nicht, dass das Gesetz das hergibt. Das Ganze kann natürlich auch mich treffen, ja, selbstverständlich. Aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Kompakt hatte hier 25 Mitarbeiter, hat groß angesetzt zur blauen Welle, ist groß geworden und da hätte man sich etwas besser absichern müssen. Einfach etwas besser absichern müssen. Vor allem, als bekannt wurde, dass ein großer Finanzinvestor aus dem Ausland, ich blende euch das jetzt ein, ich sage den Namen nicht, wollte, dass Kompakt verboten wird. Das Ganze hat natürlich ein Geschmäckle, aber mich deswegen hier so in den Kakao zu ziehen und zu deabonnieren, könnt ihr gerne machen, wenn es euch dann besser geht, aber ich verstehe nicht, wo das Problem sein soll. Ich mache kritische Videos zu allem und zu jedem. Anscheinend, wenn ich dem einen oder anderen nicht um den Hals falle, ist es dann hier nicht erwünscht, von mir aus. Aber nochmal, die Fakten, die hier auf dem Tisch liegen, sind nicht so, als ist Jürgen Elsässer jetzt hier das Opfer. Das muss ich erst noch rausstellen. Das wissen wir noch gar nicht. Aber ihr wolltet den Mitarbeiter wissen, Referat ÖS, Römisch 2, Arabisch 3, Terrorismus, Extremismus, rechts, links, politisch motivierte Kriminalität, Ministerialrat Reinfeld ist der Name. Der gute Mann ging leider nicht ans Telefon. Ich hätte ihn gerne mal angerufen. Telefonnummer lasse ich jetzt hier mal weg. Geht sowieso nur die Mailbox dran auf einem Festnetz. Auf einer Festnetzdurchwahl des Bundesministeriums des Innern. Wunderbar, dass Sie heute an dem Tag, wo die Verbotsverfügung heute Morgen veröffentlicht wurde, gar nicht ans Telefon gehen. Der Mitarbeiter ist zumindest derjenige, der das Ganze angeblich geschrieben haben muss. Damit bin ich gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal oder deabonniere den Kanal, muss ich ja inzwischen sagen, so viele wie es geworden sind. Abonniere vielleicht X oder Telegram. Ansonsten ciao, bis bald.